Hallo Popo und willkommen zu einem Video, das eigentlich so hätte gar nicht erscheinen dürfen, sollen, wollten oder sowas. Ich krieg's leider nicht hin mit dem Livestream, da streicht die Technik mir noch ein bisschen Farbe an die Wand momentan. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Weiß auch nicht, USB plugged aus und keine Ahnung, muss ich noch mal ein bisschen dran basteln, bevor ich dann endlich mal einen ersten Livestream machen kann. Aber da ich euch nicht länger auf die Folter spannen möchte, dachte ich mir, hau ich jetzt einfach den Key mal raus. Der schimmelt nämlich hier so vor sich hin und Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch schon bald überschritten. Das machen wir ganz einfach. Ich habe hier so ein geiles Tupper-Schüsselchen, ja, in grün. Und da sind drei Zettel drin. Das sind die drei Leute, die in der Endauslosung, sage ich mal ganz einfach, gelandet sind. Und ich ziehe da jetzt einfach mal, ne, würde ich sagen. Ja, Trommelwirbel oder so? Regie? Zack, so, da ist er. Das ist der Gewinner des 7 Day to Die Alpha 6.3 mittlerweile Keys im Wert von 32 Tacken. Ich lese es mal einfach nicht. Ich halte es mal einfach jetzt in die Kamera. Ja. Satsumi, herzlichen Glückwunsch zum 7 Days to Die Key. Meld dich bitte bei mir via PN auf YouTube. Dann können wir das alles zwecks des Accounts, Steam-Account und so weiter machen mit dem Key-Geschenk. Und vielleicht hast du ja auch mal Bock, eine Runde mit mir zu zocken und aufzunehmen. Vielen Dank auch an die anderen Teilnehmer vom Gewinnspiel. Das wird mit Sicherheit nicht das letzte gewesen sein. Ich hoffe, ihr schaut weiterhin fleißig die Videos und kommentiert tatütata jetzt ja auch auf Twitter. Läuft noch nicht so an, aber ne? Wie auch immer. Wir sehen uns am Sonntag in Vlog und bis dahin bleibt mir auf jeden Fall treu. Es sind ja nur noch 2 Tage. Ich mach's gut, ihr macht's besser. Euer Hardy. Tschüss.